Stelle noch nie geschafft. Ich sag's, weil ich es wirklich sage. Weil ich komme mit der Steuerung von ihr sowieso nicht mehr klar, seit sie so doof gemacht haben. Was soll ich machen? Okay, ich weiß, dass es hier einen Trick gibt. Angeblich. Ich kann ja mal probieren, ob ich das hinkriege. Aber dazu muss ich erstmal. Dazu muss ich erstmal wieder die hier ausweichen. Nein, 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 greif doch mal das Fliegevieh da oben an. Das ist doch, das Fliegevieh ist viel wichtiger, Lerwa. Jetzt fällst du eh gleich wieder runter. Nein, das Fliegevieh, Lerwa, das Fliegevieh da. Genau das Ding. Ich weiß auch nicht, wer sich das ausgedacht hat. Gegner sollten in der Tat immer wichtiger sein als irgendwelche Dinger. So, theoretisch könnte man, wenn ich das richtig gesehen hatte, auch so machen. Es soll funktionieren, theoretisch, dass man da irgendwie quer springt oder so. Ich habe das auch noch nie geschafft. Also ganz ehrlich, ich komme an diesem Punkt nicht weiter. Dieser Punkt ist für mich ein Punkt, wo ich sagen muss, ja, jetzt ist das Spiel für mich. Jetzt ist das Spiel für mich vorbei. Es ist für mich gescheitert und ich komme da, ich schaffe das nicht. Ich schaffe das einfach nicht. Ich bin nicht so schnell. Ich kann nicht daran, an die Kante da rum und das alles an dieses Ding ran und dann da vorne ran und dann hier um die Kurve rum und an dem Ding auch noch ran. Das kann ich einfach nicht. Und dann da, um da unten endlich zu enden. Und dann geht es ja noch so, dann geht es ja noch besser. Dann wird es ja noch besser, sage ich fast. Dann muss man irgendwie darauf, glaube ich, schießen. Ich bin mir gerade gar nicht so sicher, auf was man als nächstes schießen muss. Und dann geht es da oben ja noch weiter. Ich bin das letzte Mal an diesem Sprung schon verzweifelt. Ich komme noch nicht mal an diesen Fliegeviechern vorbei. Ich kann es ja noch einmal versuchen. Also einmal machen wir es noch. Aber wenn ich es, ich sag ganz ehrlich, wenn ich es jetzt nicht schaffe. Danke, Lerwa. Danke, Lerwa. Jetzt fällt Lerwa doch eh da schon wieder runter. Ich komme an diesen Fliegeviecher noch nicht mal vorbei, oder was? Was kann man denn mal hier nehmen? Warte, die Tür einfach mal. Ja, ja, das ist das. Eigentlich muss sie doch viel mehr Schaden machen. Nein, da oben. Ja, Lerwa, lass dich nicht von ihm ablenken. Gut, Lerwa. Gut, Lerwa. Wir versuchen es noch einmal. Ich schaffe das eh nicht. So. Sag ich doch. Wir schaffen das eh nicht. Wer hat sich das mit diesen scheiß Stangen ausgedacht? Wer hat sich das ausgedacht? Ich will den Körper mal da reinmachen. So, jetzt nochmal ein Geschenk für den Death Counter. Ui! Es ist mir noch kein Körper geworden. Tut mir leid. So, und jetzt hole ich mir einfach mal ein Safe Game, was genau nach dieser so wunderbaren Stelle ist, die ich als Tomb Raider Pro, also so von den Alten her und von ihr her und so weiter, nicht kann. Und das noch nicht mal auf easy. Wir spielen auf easy, Mädel, auf leicht. Auf leichter leicht. Und ich kann das eben nicht. Naja, ich hole mir mal kurz ein Safe Game. Und wenn irgendjemand mir das zeigen möchte oder auch das kann und er weiß, dass er es kann, hiermit die Aufforderung, macht ein kleines Video genau von dieser Stelle und tut es mir unter das Video als Videoantwort gerne rein. Ich gucke mir alles an, ich kommentiere alles. Ich freue mich über alles, was ich da kriegen würde. Macht es bitte für mich da unten rein und zeigt mir, wie es geht. Erklärt mir bitte aber auch ganz genau, wie ihr das, welche Tasten ihr auf der Tastatur in dem Moment drückt.
und wie ihr eure Maus hältet für die Kameraperspektive und so weiter. Und erklärt mir doch sowieso mal irgendjemand wieder, welche Mauersprung-Kombinatorik mit Tastatur man das machen muss. Ich will euch sehr verbunden, danke. Ich hole mir mal kurz ins Spielstand, wir sehen uns gleich wieder. Ciao! So, ich bin zurück. Ich habe jetzt einen neuen Spielstand. Der Nachteil ist natürlich, dass unsere Zeit jetzt total verworren ist. Also 44 Stunden habe ich ja nicht gespielt, sondern irgendwas mit 9. Ja, und das erste Artefakt eingesammelt worden ist. Was? Was? Wo ist denn hier bitte schon das Artefakt gewesen? Ich lese einmal kurz nach, wo das Artefakt war. Ein Moment, bis gleich. So, ich bin wieder zurück. Ich weiß jetzt auch, wo das Artefakt ist. Es ist eigentlich komisch, dass es hier in diesem Spielstand schon vorhanden ist, weil das Artefakt ist da oben in der Höhle, wo jetzt Eros Kopf vor ist. Das heißt, sobald wir auf der Plattform sind, können wir eigentlich kurz das Artefakt holen. Ich gehe da auch nochmal hin. Ich hoffe, dass wir es jetzt aber schaffen. Der nächste Sprung sollte eigentlich auch für mich möglich sein. Ja, das war so klar. Nein, das ist genau. Vielleicht wieder zwei. Oh, nein, nein. Oh. Ach, sie sind weg. Gut. Also der Sprung sollte auch für mich nur möglich sein. Hoffen wir es zumindest. So. Ja! Okay, das habe ich auch hingekriegt. Ich bin wohl anscheinend nicht so ein großer Noob, wie ich immer dachte. Aber ein kleiner Noob bin ich trotzdem. So, jetzt sind wir hier. Jetzt gucken wir mal ganz schnell, was wir machen müssen. Okay, das scheint auch nicht gerade mein Standard zu entsprechen. So, jetzt müssen wir wieder hier diese zwei wunderbaren kleinen Vögelchen noch abknallen. Mädchen! Das ist doch echt zum Mäusemecken. Die zielt ständig auf irgendetwas, worauf sie nicht zielen soll. Okay. Naja, sie kann ja nichts dafür. Das wurde ja bestimmt von Werner beigebracht oder so damals. Da, ziel auf das Ding. Und laufe immer im Kreis. Und nein, nicht auf das Ding zielen. Nein, nicht auf das Ding zielen. Und vor allen Dingen nicht stehen bleiben. Genau, auf das Ding zielen. Ist es weg? Gut, jetzt darfst du auf das Ding zielen. So. Okay, das hätte ich beinahe geschafft. Ich war bloß ein bisschen verwirrt. Wart ihr das gerade nicht auch? Das muss ich mir nochmal angucken. Ach so, weil die sich da drüben auch einfährt. Aber fährt sie sich die ganze Zeit ein oder bleibt die auch mal da? Okay, die fährt sich jetzt anscheinend ein. Und wenn ich jetzt darauf klicke, sind wir hoch? Nö. Okay, nein, da ist noch einer, du. Genau, Lara. Genau das meinte ich mit, da ist noch einer. Deshalb sollst du nicht auf irgendwelche komischen Buttons drücken, sondern du sollst die da in deinem Visier haben. Okay, das Ding ist leider weg. Und daher weiß ich nicht, wie man von da weiterkommt. Bis dahin bin ich hier gekommen. Ganz von alleine, Leute. So, ich gucke mir das jetzt mal an, bevor ich hier Stress habe. Ah, ich muss also erst, bevor ich muss es das aufdrücken, damit ich überhaupt weiterkomme. Okay, das verstehe ich schon mal. So, jetzt müssen wir erstmal wieder diese... Nein, nicht darauf drücken! Baller mal bitte auf den da, danke. Ich verstehe es auch nicht, warum sie dann immer auf irgendwas anderes ballert. Nein. Nein, nicht auf den. Auf den Fliegeheini da oben. Nein, auch nicht auf den. Genau, auf den Fliegeheini, junge Mädel. Nein, nicht darauf ballern. Oh Mann, ich verstehe sie nicht. Das ist doch ganz offensichtlich. Nein, du sollst nicht darauf ballern.
Ah, jetzt sollst du darauf ballern. So, aber wir ballern erstmal darauf. So, jetzt ballern wir ganz schnell darauf. Na super, jetzt müssen wir sowieso wieder darauf ballern. Weil du... Okay, jetzt ballern wir darauf. Genau, und jetzt starten wir mal unsere Safari hier. Okay, jetzt können wir uns eigentlich hier fallen lassen und darauf ballern, ne? Juhu, ich hab's geschafft. Ich bin doch kein so großer Noob. Ich bin so ein Noob. Ich bin ja so ein... Bin ich jetzt wirklich so ein Noob? Ich hätte von da nach da gemusst. Ich bin ja total der Noob. Okay, ich dachte gerade, ich bin doch kein so großer Noob, aber ich bin ja total der Noob. Also machen wir es ganz einfach nochmal. Und jetzt los. Und hier lang. Und da lang. Scheiße, das kriege ich doch nie hin. Das, oh, jetzt ist es wieder ganz unten. Das kriege ich doch nie hin. Warum muss man doch alles immer mit dem Mauersprung lösen wollen? Ach, jetzt sind die Viecher... Nein! Genau. Jetzt sind die Viecher wieder da, die total nervig sind und Lehrer immer runterschubsen lassen. Oh, das war knapp. Nein, doch nicht auf das Ding. Auf den da oben. Siehst du den nicht? Genau, den da. Und jetzt bitte nicht das Ziel wieder aus den Augen verlieren. Der da ist unser Feind. So. Okay, ich glaube jetzt hoffentlich habe ich es jetzt kapiert. Ich will jetzt einfach nur hier hin. Und ich habe einen Punkt gekriegt. Okay, da kann ich nicht hin. So, und der wäre jetzt... Nicht ganz durch. 1 von 1 Artefakten. Okay, wir haben das Artefakt nochmal eingesammelt. Ja, fragt mich nicht. Stopp. Erstmal hier rein und dann gucken. Nein, jetzt versucht doch nicht auf diesen Button, der da irgendwie in der Ferne ist, zu schießen, sondern mach den hier nieder, der gleich neben dir ist. Gottes Willen. Nein, doch nicht den Button, du Idiotin. Du bist doch wirklich, das ist sowas, so eine idiotische Aussage habe ich ja noch nie gesehen. So, jetzt mach ihn fertig, danke. Da will sie da hinten auf diesen Button klicken. Oder drücken oder irgendwas machen. Und dabei ist da genau vor ihrer Fresse der Feind. Sollte mir das irgendetwas sagen? Was sagt denn mein Gewehr? 7 Schuss, ach komm. So. So, ist dann noch ein bisschen liegen lassen. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ich nehme mal wieder meine Pistols und... Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. So, was ist hier? Das war... Okay, das haben wir auch geschafft. Ich bin irgendwie begeistert. Und wir haben ja einen Speicherpunkt bekommen und wir sind irgendwo... Und da vorne, na, wer kennt sie noch? Wer weiß es noch? Wer hat es nicht gesehen? Es ist natürlich unsere liebe, gute, alte Doppelgängerin. Nein. Oh, scheiße, daran habe ich nicht gedacht. So. Wir dürfen natürlich nicht auf unsere Doppelgängerin ballern, weil sonst haben wir gleich ein ganz großes... Nein, nicht auf uns selber ballern. Aber nicht auf uns selbst. Scheiße. Sind die anstrengend. Okay, da müssen wir schärfere Geschütze auffahren. Aber die geben.
Nicht auf uns selber ballern. Wir konzentrieren uns.